Hallo, ich bin der Sali, bin 33 Jahre alt, komme aus Deutschland, in Koblenz. Habe seit Jahren darüber nachgedacht, mir die Haare zu transplantieren zu lassen, weil mir der vordere Bereich nicht so gut gefallen hat. Habe sehr viel recherchiert und habe mit vielen Kliniken auch geschrieben. Bei manchen hatte ich eine Antwort bekommen, die anderen wiederum nicht. Dann hatte ich auch Hair of Istanbul bei Instagram gefunden. Und da haben mir die Bilder sehr gut gefallen und da hatte ich auch direkt Kontakt aufgenommen. Mir wurde auch direkt geantwortet und sie waren sehr freundlich auch schon bei dem ersten Kontakt. Am Schluss habe ich mich dann auch für Hair of Istanbul entschieden, habe einen Flug gebucht und da ging schon fast alles los. Am ersten Tag wurde ich dann auch abgeholt. Was ich auch sagen muss, es ist immer ein Dolmetscher dabei, der einen die ganze Zeit begleitet. Also muss man auch keine Angst haben, wenn man auch keine türkischen Kenntnisse hat. Und ja, am zweiten Tag kam ich dann hier in die Klinik. Da wurde ich erstmal beraten und super aufgeklärt. Ich habe auch alles verstanden. Dann wurde ich dann zum Krankenhaus gebracht. Vom Krankenhaus wurde ich auch sehr nett empfangen. Und wurde ich dann auch direkt ins Behandlungszimmer gebracht. Da wurde mir auch erstmal Blut abgenommen und erstmal getestet, ob alles okay ist, ob ich auch dafür geeignet bin für die Operation. Dann ging es auch schon fast los. Mir wurde erst im hinteren Partie wurde man die, von den Wurzeln entnommen, gereinigt und in der zweiten Partie, also erst haben wir eine Pause dazwischen gemacht und in der zweiten Partie wurden dann die vorderen Wurzeln, die entnommen wurden, wurden dann vorne reingesetzt. Wie Sie sehen, was eigentlich ein sehr guter Vorteil war, was mir auch sehr wichtig war, ist, dass die Haare dran geblieben sind. Ich wollte sie nämlich nicht abschneiden und das haben die sehr gut gelöst. Wir wurden immer nur Partien abrasiert, vorne der Teil, wo es auch reingepflanzt wurde und natürlich der Spenderbereich, wo es entnommen wurde, da wurde auch nur ein Fenster rausgeschnitten, sodass man auch nicht sieht, dass da was abrasiert wurde. Nach der Operation ging es mir auch direkt gut, man ist leicht geschwollen, man hat eine leichte Schwellung gehabt, aber Schmerzen hatte ich nicht gehabt. Ich wurde auch direkt wieder zurück ins Hotel gebracht, da habe ich mich erstmal hingelegt, musste erstmal ruhen, aber ich hatte die ganze Zeit keine Schmerzen, also war sehr angenehm gewesen. Am zweiten Tag wurde ich dann wieder hier in die Klinik gebracht, da wurde auch das Verband abgenommen, nachgeschaut, ob alles gut verheilt ist und es war auch alles gut und danach war wieder Ruhephase. Am dritten Tag, was jetzt der heutige Tag ist, wurden die Haare nochmal gewaschen, die Partien nochmal, auch die vordere und hintere Partien nochmal gereinigt. Und jetzt gehe ich gleich wieder ans Flughafen und dann nach Hause. Thank you.